FC Bayern, wir holen den Cup nochmal. Und damit herzlich willkommen zum Rückspiel in der Champions League, zur Entscheidung von unserem FC Bayern München gegen den FC Arsenal. Ich bin seit Tagen schon richtig nervös, richtig aufgeregt. Es ist das mit Abstand wichtigste Spiel der Saison heute. Geil, wir können einfach ins Halbfinale der Champions League kommen. Wir haben gut gespielt in London. Für diese Spiele lebt man. Das Stadion wird richtig brennen. Die Spieler auf dem Platz werden alles geben. Ich freue mich extrem, heute hier auch dabei sein zu können. Ja, lasst mir gern kostenloses Abo da. Like das Video, damit es noch mehr Bayern-Fans sehen. Und dann würde ich sagen, let's go nach München. In meinem Zug waren auch schon einige Bayern-Fans am Start, es war schon einiges los. Wir werden jetzt gleich zum Fanshop gehen. Ich werde in dem Video zwei Matchdrives verlosen, dadurch, dass es in London keinen offiziellen gab. Dazu aber später mehr. Ansonsten gehen wir Richtung Start, schauen, was da abgeht. Werden vielleicht ein, zwei Predictions noch reinholen. Wir werden Giovanni Elber treffen. Ich bin richtig hyped auf den Tag heute. Als Trikot habe ich heute dieses Jahr angezogen mit dem legendären Franck Ribéry hinten drauf. Ich hoffe so sehr, dass es Glück bringt. Steven hier in der Stadt getroffen. Was ist dein Tipp heute? Der Tipp heute, ich sage 2:0 für Bayern. So ein Poncho wäre eigentlich perfekt für heute. 25 Euro. Die beiden Matchals sind gekauft. Wie ihr einen davon gewinnen könnt, erfahrt ihr später im Video. Wir sehen die ersten Bayern-Fans. Das Wetter ist nicht ganz so gut. Viele Regenschirme. Spielt natürlich den Engländern ein bisschen mehr in die Karten. Aber die Dortmunder haben es gestern vorgemacht, wie man zu Hause ins Halbfinale der Champions League einziehen kann. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an alle Dortmunder. Barca ist gegen Paris rausgeflogen. Das bedeutet auch, dass falls wir dieses Jahr ins Champions League-Finale kommen, wir entweder gegen unseren Gegner von 2013 oder von 2020 spielen würden. Aber eins nach dem anderen. Heute gegen Arsenal wird schon schwer genug. Parallel schauen wir natürlich auch auf City gegen Real. Ich sage, dass Real knapp weiterkommt. Und wir gewinnen last-minute-mäßig 2:1 durch ein Tor in der 89. 90. Minute durch Kane oder Müller. Wo sonst, wenn ich im Irish Pub, alles voll mit Arsenal-Fans. Aber wie ich gehört habe, sollen auch im Hofbräuhaus 80% Arsenal-Fans sein. Hier auch einiges an Polizei da. Excuse me, I am Arsenal-Fan. Yeah, man. I make YouTube-Videos for Germany. Can I ask you for your prediction? Yeah, sure. Today I hope we will go through. I think it will go over to the extra time. Yes. And Arsenal will win in extra time 3-2. Hier eine Gruppe von Arsenal-Fans. 2-1. Yes. 2-1. Bayern is shit. And we play fuck off. Sind also alle zuversichtlich, auch wenn man unter der Woche in der Premier League 0:2 zu Hause gegen Aston Villa verloren hat. Aber das wissen wir am besten. Champions League ist Champions League, da darfst du niemanden unterschätzen. Da geht es in jedem Spiel um alles. Es wird heute, denke ich, ein ähnlicher Kampf wie in London, wo ich am Start war, undercover-mäßig. Und ja, ich denke, ich hoffe, wir kommen weiter. Wir packen das, unsere Jungs kämpfen, geben alles. Ich kann es kaum erwarten. Nach dieser Saison mit Höhen und Tiefen wäre es doch einfach nur wunderschön, wenn wir hier mit unseren Jungs am 2. Juni den Champions-League-Sieg feiern könnten. Es ist noch nicht so viel los. Wir haben auch 4 Stunden vor Anpfiff und da ist die Arena. Es riecht hier schon nach Europapokal. Es gab hier ja auch schon die ein oder andere magische Nacht in der Champions League für uns. Vor allem denke ich persönlich dabei an Atletico 2016 im Halbfinale. Ich war am Start. Die Stimmung war atemberaubend. Müller hätte den einfach nur machen müssen, den Elfmeter. Dann wären wir vielleicht ins Finale gekommen. Aber auch gegen Juve war eine krasse Stimmung, wo wir 2-0 hinten lagen, noch 4:2 gewinnen konnten. Oder letzte Saison gegen Paris und gegen Man City war die Stimmung ebenfalls richtig stark. Ich hoffe, es wird heute ähnlich. Bitte, bitte, lieber Fußballgott, heute ist wieder so ein Tag und ich hoffe, wir kommen weiter. Im Vergleich zu anderen Spielen hier gefühlt auch nochmal doppelt so viel Polizei. 6-mal hat unser Verein bereits die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister gewonnen. 74, 75, 76 war die goldene Zeit damals mit Spielern wie Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, aber auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben damals schon bei unserem Verein gespielt und es geschafft, 3-mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. 2001 dann das Finale im Giuseppe Meazza Stadion im San Siro in Mailand, wo Spieler wie Mehmet Scholl, Effenberg, Elber, den wir gleich auch noch sehen, Lizarazu und hier Oliver Kahn, der den entscheidenden Elfmeter gegen Pellegrino gehalten hat, zum allerersten Mal die damals umbenannte Champions League gewinnen konnten. 2013 dann das legendäre Triple mit dem Champions League Finale im Wembley Stadion mit dem legendären Torjubel nach seinem Tor zum 2:1 gegen die Dortmunder. Hier sind die drei Pokale auch ausgestellt, damals mit
diesem legendären Kader. Und das ist das Stadion, in das wir auch in dieser Saison möchten. Der letzte Champions League-Sieg, ebenfalls als Triple, ist aus der Saison 2020. Wodurch das Siegtor von Kingsley Coman Spieler wie Manuel Neuer, Javi Martinez, David Alaba und Thomas Müller zum zweiten Mal die Champions League gewinnen konnten. Leider damals in der Corona-Saison, bei der keine Fans am Start waren in Lissabon im Finale. Umso schöner wäre es einfach, wenn wir es diese Saison irgendwie schaffen und wieder ins Finale kommen. Ihn hier sehen wir gleich, Giovanni Elba. In 260 Bundesliga-Partien hat er 133 Tore für den VfB Stuttgart und für unsere Bayern geschossen. Ist damit auf Platz 3 der ausländischen Torschützen hinter Lever und Pizarro. Bei uns hat er von 1997 bis 2003 gespielt, viermal deutscher Meister geworden, viermal den DFB-Pokal gewonnen, einmal 2001 auch mit uns die Champions League und 2003 wurde zusammen mit noch einem anderen Spieler sogar Torschützenkönig der Bundesliga mit 21 Treffern. Ich freue mich, ihn gleich zu sehen. Herr Elba, was tippen Sie heute? 3-1 für FC Bayern. In 2 Stunden geht's los, Leute. Wir sind heute mal wieder in Block 234. Wieder in Reihe 4, Platz 19. Mit Marco, aka Chuppi. Was ist dein Tipp heute? Ich sag 6-5 im Elfmeterschießen. Mhm. Und übrigens abchecken unseren Podcast mit Cedric zusammen. Und wir hatten bei ihm ja auch das Gewinnspiel mit den 2 Tickets beim letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Wolfsburg. Das kommt in der nächsten Podcast-Folge, wird der Gewinner bekannt gegeben. Eventuell nächste oder übernächste Woche. Wie vorher schon erwähnt, könnt ihr 2-mal den Matchschal vom heutigen Spiel hier gewinnen. Um zu gewinnen, müsst ihr wie immer einfach nur einen Kommentar zum Spiel schreiben, lasst ein kostenloses Abo da, like das Video. Und am nächsten Spieltag beim Spiel gegen Union Berlin in Köpenick werden die beiden Gewinner dann wie immer im Video bekannt gegeben. Viel Glück an jeden. Wir haben so eine Art Schneeregen, oh je. Niemand und Mo heute auch am Start, was ist euer Tipp? Ich sage 4-4 mit Verlängerung. Und wer kommt weiter dann? Bayern. Seit Verlängerung 2-1 Bayern und dann ist Halbfinale Bayern gegen City hier. Da sehen wir uns wieder. Die Aufstellungen sind noch gerade rausgekommen. Asraoui wird für den gesperrten Davis spielen und vorne links sehen wir Guerrero. Bin gespannt. Leider fallen ja auch Coman und Gnabry verletzungsbedingt aus. Deswegen haben wir keinen anderen Flügel. Man hätte auf Mathis Tel setzen können. Vielleicht traut er sie ihm in so einem wichtigen Spiel noch nicht zu. Dyer de Ligt in der Innenverteidigung, Musiala, Sané und Kane vorne drin. Let's go, packen wir's. Jonathan und Benedikt auch am Start. Was ist euer Tipp heute? Ich denke 2-1 für Bayern. 2-1? Mhm. Mein Tipp ist 3-1 für Bayern. Jetzt geht's rein in den Block, Leute. Die Spieler kommen gleich raus. Ich werde immer nervöser, immer aufgeregter. Bald ist es soweit. Drüben die Südkurve, relativ voll schon. Wir haben heute keine Choreo, nichts. Die heben wir uns dann auf für das Hinspiel gegen Real. Da oben die Arsenal-Fans, die werden alle noch drin sein, wie man es von England gewohnt ist. Und ich habe auch gehört, dass einige Tickets zurückgegangen sind. Die haben ihr Kontingent scheinbar nicht voll ausgeschöpft. Robin, hier auch im Stadion getroffen. Was ist dein Tipp heute? Ich sage 1-1 nach 120 Minuten. Okay. Die Tore Saka und Kane. Und dann im Elfmeterschießen macht Muscala den zweiten. Und natürlich die Nummer 1 im Tor des FC Bayern München, Manuel! Nein! Deine Fahne auch richtig cool vom Triple 2013. Und jetzt kommen unsere Spieler rein. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. Hier ist der deutsche Rekordmeister. Hier ist der FC Bayern München. Und Arsenal kommt raus mit der Pfeifenverzerrt. Rice, der Deutsche, Kai Havertz. Und auch auf ihn müssen wir heute ganz besonders aufpassen, auf Saka. Das Kontingent ist nicht ausgeschöpft, aber hier sind Arsenal-Fans da mit einem Ödegaard-Trikot. Die da hinten mit einem Henri-Trikot. Saka, der ja deutscher Meister wurde letztes Wochenende. Arsenal startet auch mit einer brutalen Elf. Martinelli, Havertz vorne als Neuner, Saka. Dahinter Rice, Ödegaard und Jorginho. In Verteidigung mit Saliba und Gabriel. Es wird ein sehr, 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 sehr intensives und spannendes Spiel. Man sieht aber auch, dass einiges an Qualität bei uns heute von der Bank kommen kann. Wir haben Mathis Tel, wir haben Thomas Müller, wir haben Saragossa und wir haben Pavlovic, die wir bringen können. Das ist mir in London schon aufgefallen. Wenn die den Torschuss üben, ist es immer mit mehreren Leuten. Und, oh, der war schön. Und drüben unsere mit Guerrero. Oh, schade. Leute, ihr wisst alle, was das bedeutet und vor allem wie viel. Jetzt schon Gänsehaut, wie ich dran denke, wenn ihr alles brennt beim Einlaufen. Hurra! Das sind doch die Spiele. Es geht gleich los. 15 Minuten noch. Ja, der Kapitän Martin Odegaard. Bayern muss in dieses Halbfinale der Champions League.
Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Gänsehaut! Feli! Unsere Nummer 6, Joshua! Gib mich! Mit der 8, Leon! Unsere Nummer 9, Harry! FC Bayern! Es geht los, die Spieler kommen rein! Und schaut euch drüber an! Ole, ole! Ole, ole, ole! Gänsehaut! Wir mussten die Seiten wechseln, ihr spielt zuerst auf die Seite. Auf geht's. Ja, 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 ja. Ja! Oh! Das war die erste gute Möglichkeit. Hol ihn dir, hol ihn dir. Scheiße. Ja! Wir haben auch einen riesen Banner gegen die UEFA. Die sollen aus unserem Stadion raus. Bisher viel im Mittelfeld. Es gibt noch keine klare Torchance auf keiner Seite. Starker Ball von Masraoui. Ah! Das war eine richtig gute Idee schon mal. Ja, jetzt ist Arsenal gerade ein bisschen besser und gefährlicher. Wir dürfen ihn nicht schießen lassen. Nein, 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 hast du, stark! Schieß! Ja! Ja! Nein! Weiter! Jetzt! Oh, die nächste gute Chance, aber der ist noch heiß. Nein! Schieß ein Tor! Wir kommen dem Tor näher. Wir müssen nur die Angriffe, die von Arsenal auch bald kommen werden, wegverteidigen. Genauso! 70 bis 150 Euro für einen Sitzplatz. Gibt es überhaupt irgendeinen Unterschied zu Arsenal, die ihre Fans wie Kühe melken? La 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 la! Sha la la la! Sha la la la! Sha la 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 la! Shit! Nein, nein, nein! Oh, stark, Goretzka! Ah, schade. Oh, und den hat er noch, den hat er noch! Am Start, Manu! Nein, nein, nein! Scheiße, scheiße, Manu ist da! Ja. Immer vorwärts, FCB! Nein! Jetzt, ey! Was? Das war doch ein Foul! Ja, sicher, Manu. Wir machen das defensiv bisher gut, muss ich sagen. Das war stark hinten raus. Lieber, lieber, kommt an ihm vorbei. Ja, es dauert zu lange, wir haben halt gefühlt. Wir haben gefühlt kein Tempo drin, das ist das Problem. Es geht einfach zu lange. Auf geht's, ihr Roten! Auf geht's, ihr Roten! Ganz schnelles Halbzeitfazit. Wir hatten ein, zwei wenig gute Chancen, haben auch die ein oder andere. Wir halten die Null, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Zum Glück liegen wir jetzt hinten. Ich denke, wir schaffen es. Ich denke, irgendwo ein gutes Gefühl. Vielleicht nur 1-0, aber ich glaube, wir kommen heute weiter. Und Real führt einfach 1-0 in Manchester durch Rodrigo. Es geht weiter, zweite Halbzeit. Unsere Jungs hier auf unser Tor. Ach so.
Ball! Und Alter, was für eine Doppelchance! Hast du stark, Manu, stark! Ja, Abstoß! Nein. Wir machen es defensiv echt gut, wir waren zu viert da. Aber wir kriegen die Konter nicht hin. Gut. Was? Das ist ein Tor! Aber das ist halt zu weit. Irgendwann müssen wir die auch reinmachen. Sonst. Ja. Jetzt muss man den Ball zurückholen. Ja! Wie im Stich. Jetzt Leroy. Ja. Nee, geht zurück. Kommt da einer. Ja, wir haben den Ball noch. Ja! 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 Oh mein Gott! 16 Spielminuten! Boah! So ein richtiges Tor! Kimmich war es, nicht Goretzka. Null! FC Bayern München! Direkt weiter. Und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Ah. Komplett außer Fuß. Das ist geil. Jetzt kein Gegentor bekommen, aber das zweite. Schaut euch den an! Statt dem Spieler Geld zu geben! Ja, statt! Ja! Ey! Irgendwann ist es doch mal gelb! Alle, alle! Alle, alle! Ich lass dich nie im Stich! Oh! Schuss! Oh, drüben ist Notarzteinsatz, deswegen ist der Support erstmal eingestellt. Stark! Ja, jetzt auf Harry! Oh, wäre der Ball durchgekommen! Das war ein Fehler von Kim. Oh, ja, aber abseits, aber knapp drüber. Es war ein Fehler vom Kind, das Spiel tatsächlich nicht verteidigt. Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! 86 schon, wir müssen noch 4 Minuten bis nach der Zeit ausmachen. In Pitch mit Nummer 14, Eddie Kettier. Ja! Es war kein Abseits. Nein. Jetzt kam noch Upa rein, ich hoffe, bitte Upa. Kein Pass zum Gegner, kein Foul im 16er, nur heute nicht. Wir müssen ein paar Minuten das alles wegverteidigen. Ja, war nicht. Warum sie noch? Ja! Jetzt in der Mitte! Richtiger Krimi jetzt zum Ende. Es gibt 4 Minuten nach Spielzeit. Nein.
du noch bleiben? Weg, bitte weg. Ja, du bist wieder. Nein. Weg. Ja, abseits, sofort. Noch 3 Minuten. Und wahrscheinlich die letzten Minuten weg. Ja! Nur noch 2 Minuten vom Halbfinale entfernt. Kämpfen und siegen! Ole, ole! Ole, ole, ole! FC Bayern, ole! Vielleicht letzte Chance. Ja! Zu einem Einwurf! Stark! Das war Goretzka, glaube ich, wieder. Oh nein, er gibt doch mal den Freistoß! Was? Hey. Ja! Stark! Hä? Ich verstehe den Schiri. Ach, schnell ausgeführt, okay. Ja! Wo sind jetzt die Leute, die gesagt haben, Arsenal ist zu stark? Die werden euch abschießen. Tabellenführer Premier League gar nicht. Ja, so war es. Und so ist es, und so wird es immer sein. Super Bayern, ey! Ey! Super Bayern, ey! Super Bayern, ey! Sieger! Europa-Pokalsieger! 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 FCB! Joshua Kimmich! Wahnsinn! Wir sind dabei! Ich bin komplett fertig, Leute. Am Ende haben wir nochmal gezittert. Wir haben es aber stark wegverteidigt. Wir sind im Halbfinale. Ich wünsche mir Real Madrid. Da ist es in die Verlängerung gegangen. Wenn ihr das Halbfinale nicht verpassen wollt, egal wo, lasst mir gern kostenloses Abo da. Like das Video, damit es noch mehr Bayern-Fans sehen. Und bis zum nächsten Mal in Berlin gegen Union Berlin.